Einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zur Testparty Bayern 04 Leverkusen gegen den RSC Anderlecht, den Royal Sporting Club Anderlecht, genauer gesagt aus dem Brüsseler Vorort. Herzlich willkommen zum einzigen Testspiel der Werkself in der Saisonvorbereitung 2020-2021. Gleich mal eine brandaktuelle Nachricht. Wir sehen hier bei der Seitenwahl die Kapitäne Charles Arangis auf Seiten von Bayer 04 Leverkusen. Dazu direkt die ganz aktuelle Meldung. Hier haben wir noch das Schiedsrichtergespann, das sich abklatscht. Aber die brandaktuelle Meldung lautet wie folgt: Lars Bender hat in einem Gespräch mit Peter Boss sein Kapitänsamt zur Verfügung gestellt. Das ist die Breaking News aus der Bayer Arena, während wir hier die Bayer 04 Spieler sehen. Kerem Demirbay und Nadim Amiri vor ihrem zweiten Jahr in Leverkusen. Also Charles Arangis ist neuer Werkself-Kapitän. Mehr Hintergründe gibt es dann gleich während der Übertragung. Die Bayer 04 Mannschaft mit folgende Aufstellung: Niklas Lomp im Tor, Lars Bender, Sven Bender, Edmond Tapsoba und Deli Sinkgraven. Das ist die Viererkette. Dann eben der neue Kapitän Charles Arangis gemeinsam mit Ezequiel Palacios und Kerem Demirbay im Dreier-Mittelfeld. Karim Bellarabi, Lucas Alario und Nadim Amiri in vorderster Front. Das sind sozusagen ja, die Verbliebenen in der Länderspielpause. Das musste jetzt alles ein bisschen hoppla hopp gehen. Entschuldigen die da die, ja, ich will nicht sagen Unannehmlichkeit, wir wollten etwas früher starten, hatten etwas technische Probleme, daher sorry. Also der Ball rollt in der Bay Arena Bayer 04 gegen das Team von Vincent Kompany, die Manchester City-Legende, gerade die Karriere erst beendet und jetzt schon auf der Trainerbank beim RSC Anderlecht. Die Werkself in Schwarz, ganz in Schwarz im neuen Dress und Anderlecht in Weiß, das Team aus Belgien etwas, ja, man kann sagen, mittelmäßig gestartet in der belgischen Liga mit 6 Punkten, mit etwas, ja, weniger, was die Punktzahl angeht, als erwartet. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Die ersten Angriffe des Teams aus Belgien und der erste Ball, den Niklas Lomp gefangen hat. Also Bayer 04 jetzt mit Lars Bender. Da haben wir ihn im Bild gehabt, der erste Gerätsche. Und ja, da wollen wir gerade noch mal ansetzen, während die Nummer 39 bei Anderlecht, Kayembe, den Einwurf ausgeführt hat. Jetzt Einwurf Lars Bender. Also, das wollen wir mal sortieren alles, diese Information. Lars Bender ist nicht mehr Kapitän von Bayer 04 Leverkusen. Es gab ein Gespräch mit Peter Boss, in dem Lars Bender sehr ausführlich da seine Sichtweise erklärt hat. Er geht in die 12. Saison bei der Werkself und hat das begründet mit den vielen Verletzungen, die er in den letzten Jahren erlitten hat. Ein Kapitän, so Lars Bender, muss in den meisten Spielen auf dem Platz stehen. Und das hat er nicht und deswegen war er da auch von Peter Boss nicht umzustimmen. Er hat gesagt, er möchte sich voll nur auf seine Genesung, auf seinen Fitnesszustand und auf die Spiele mit Bayer 04 konzentrieren und hat so sein Kapitänsamt zur Verfügung gestellt. Neuer Kapitän, bestimmt von Peter Boss, ist Charles Arangis, der Chilene, seit 2015 bei Bayer 04. Nach seiner Vertragsverlängerung sozusagen die nächste sehr, sehr positive Nachricht. Absolut anerkannt im Team. Ein Leader und er also neuer Captain. Das ist diese Breaking News haben wir für euch, vor allem aus im Übrigen, also direkt zum Start weg. Also turbulenter Beginn in der Bay Arena. Die Werkself eben in einer Art 4-3-3-System. Sind ja viele Spieler, die nicht dabei sind. Jonathan Tah, Baumgartlinger, Dragovic, Radetzky, Jedwai, Diaby, Grill, Pochianpalo, alle bei der Nationalmannschaft und auch Kai Havertz. Und da
gibt es gleich die nächste aktuelle Nachricht, wenn ihr es nicht schon mitbekommen habt. Kai Havertz ist mit Genehmigung von Bayer 04 Leverkusen und vom Deutschen Fußballbund heute Vormittag abgereist aus dem DFB-Quartier, um die Angelegenheiten für einen möglichen Wechsel nach London zu klären. Zitat Rudi Völler, darf ich an der Stelle mal kurz vorlesen. Wir sind dem Bundestrainer sehr dankbar, dass Kai die Dinge mit unserer Unterstützung vor Ort in London klären kann. Also Kai Havertz möglicherweise mit den ersten Schritten in London beim FC Chelsea, um da das Ganze dann zu finalisieren. So, und jetzt kommen wir auch zur eigentlichen Anlass dieser Live-Übertragung Bayer 04 gegen den RSC Anderlecht. Also das einzige Testspiel am Freitagmittag mit dem ersten Gutpass von Lars Bender auf Karim Bellarabi. Oh, war dann Schubser im Spiel von Kerim Demir bei Freistoß für die Belgier. Bayer 04 ja seit letzten Freitag an der Bay Arena wieder aktiv. Es gab zwei Corona-Tests Freitag und Samstag. Am Sonntag dann die Saison-Eingangs-Diagnostik und seit Montag ist das Team wieder im Training. Und wie hat es Peter Boss genannt? Die vierte oder fünfte Vorbereitung in diesem Jahr. Gutes Pressing hier und Bellarabi Zusammenspiel. Letztlich Lucas Alario holt noch einen Einwurf raus. Außerdem ja auch nicht mehr dabei Kevin Volland, zur AS Monaco gewechselt. 148 Spiele, 50 Tore, 32 Vorlagen. Das gilt es jetzt erstmal zu ersetzen. Erste Großchance, Palacios, 1-0. Sechste Minute, erster Treffer für die Werkself durch Ezequiel Palacios. Klasse Tor. Gut herausgespielt. Überhaupt die Bayer 04-Mannschaft sehr präsent, sehr wach in diesen ersten Minuten. Nadim Amiri war beteiligt und das ging dann zu schnell für das Team aus Belgien. Ezequiel Palacios, der argentinische Nationalspieler. Drei Bundesligaspiele nur. Im letzten Jahr musste sich noch mehr integrieren. Hat Peter Boss auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel oder beziehungsweise vor diesem Trainingsstart auch gesagt, dass Palacios sicherlich jetzt etwas länger gebraucht hat als beispielsweise Edmond Tapsoba. Jetzt am Ball gerade. Der Mann aus Burkina Faso, der legte ja einen Blitzstart hier in der Bayer Arena an. Hin. Palacios also. Der erste Torschütze von Bayer 04 in der Saison 2020-2021. Jetzt wieder am Ball. Der Lecht versucht ein frühes Pressing. Das ist Lars Bender. Man jetzt sagen muss, der Ex-Kapitän. Sehr überraschende Entscheidung, aber muss man auch den Hut vorziehen. Dem ja bei. Nächste Möglichkeit Bayer 04, die wie gesagt sehr aktiv, sehr stark beginnen. Also, Lars Bender, 12. Saison und seit 2015 war er Kapitän. Da muss man den Hut vorziehen vor so einer Entscheidung. Also Respekt an unsere Nummer 8. Und ihm wünschen wir natürlich eine möglichst verletzungsfreie Saison. Auch im letzten Jahr waren es dann leider auch wieder nur 18 Spiele. Muskelverletzung, Fußverletzung, war auch wieder alles dabei. Ja, und Niklas Lomp steht im Tor. Das ist logisch, weil Lukas Radetzky und der Neuzugang Lennart Grill gestern ja bei der U21-Nationalmannschaft aktiv, nicht hier sind. So bekommt Lomp, der auch den Vertrag verlängert hat, sehr hoch eingeschätzt wird, ein Club, dem
hohe Bereitschaft, hohe Motivation auch im Training zeigt. Sehr hoch und sehr gut angesehen ist im Club. Ein Einsatz über wahrscheinlich 90 Minuten. Sind allerdings auch noch ein paar Spieler natürlich auf der Ersatzbank. Auch nochmal gerade auf Down, die Ersatzbank bei Bayer 04. Marcel Jonen, der Torhüter der U19. Panagiotis Retzos zurück aus Sheffield von seiner Leihe. Sheffield hat die Kaufoption nicht gezogen. Wendell, Mitchell Weiser, Florian Wirtz, Samit Onur und Cem Türkmen. Die Belgier nachher dann nochmal ein bisschen genauer unter der Lupe. Schön gelöst hier. Bender-Zwillinge im Zusammenspiel. Asbender, dem hier bei. Und jetzt geht es wieder schnell über Karim Bellarabi. Ah, die Mannschaft aus Belgien ist beschäftigt in diesen ersten 10 Minuten hier in der Bayer-Arena. Wer sich jetzt erst einschaltet, der hat schon das 1:0 durch Ezequiel Palacios verpasst. Nach schönem Doppelpass mit Adem Amiri. Belgier im Übrigen mit so einer Art 4-3-3, also ähnliches System wie Bayer 04, aber auch immer wieder wird da geswitcht. Jetzt ist es ein 4-4-2-System, auf jeden Fall mit einer Viererkette mit Innenverteidigern Ogmen Vranjes, der Nummer 21, 30 Jahre alter Serbe, mit Antonio Milic vor Art 20 Jahre alt, 1,90 war beide. Also Bälle über die zweite Etage können ein bisschen schwierig werden. Auch Milic gilt als extrem Kopfball. Larabi. Bender, Tabsoba lässt sich fallen. Immer wieder versucht man die Belgier rauszulocken. Apropos die Belgier, kann man ein bisschen über den RSC Anderlecht noch sprechen. 4 Jahre später als Bayern durch die Leverkusen gegründet, 1908, hatte einige internationale Erfolge auf der Visitenkarte. Aber lang, lang ist es her. Europapokal der Pokalsieger gewonnen 1976 und 78, 77 gegen den HSV noch mit Kevin Keegan. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern. Mit 0:2 unterlegen. 1983 UEFA-Pokalsieger. Und 84 das Finale gegen Tottenham verloren. Da gab es dann sogar in der Saison auch einen kleinen Skandal, so kann man das dann vielleicht nennen, Bestechungsskandal. Vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Nottingham hat dann Anderlecht zugegeben, eben mit 27.000 Pfund den Schiedsrichter besprochen zu haben. Da gab es dann auch im Rückspiel nach einem 0:2 einen 3:0-Sieg. Mit sehr, sehr umstrittenen Entscheidungen, aber letztlich wurde die Sache nicht weiterverfolgt. In der heutigen Zeit dann auch undenkbar. Dann lief das Ganze so langsam aus, aber national ist Anderlecht der Rekordmeister. 34 Mal haben sie die Meistertrophäe hochgehalten, zuletzt 2017 unter dem Schweizer René Weiler. Aber dann ging es jetzt auch sportlich ein bisschen bergab. 2019 nur noch Platz 6, die fehlenden Einnahmen im Europapokal. Dazu noch eine Strafe von der FIFA wegen Verstößen gegen Transferregeln bei Minderjährigen in den Jahren 2011 bis 2013. Das gibt es auch. Ja, auch Chelsea etwas größere Ebene noch auch Probleme gehabt. Gab dann auch noch mal knapp 200.000 Euro Geldstrafe. Also finanziell sind sie nicht auf Rosen gebettet. Die Spieler von Vincent Kompany, der eine neue Aufbruchstimmung erzeugen will in Brüssel, war im letzten Jahr ja noch als Spielertrainer aktiv. Nach der langen Zeit bei Manchester City, 11 Jahre, 4-facher englischer Meister,
er soll den Jugendstil einläuten. Er ist aus der Akademie von Anderlecht hervorgegangen, wie zum Beispiel auch Romelu Lukaku. Und er will Anderlecht zu einem der besten Jugendausbildungsplätze Europas machen. Hat das mit Porto, Benfica oder Ajax Amsterdam verglichen. Was bei denen möglich ist, wird auch bei uns möglich sein. Dann gab es auch wieder Turbulenzen. 6 Punkte in der letzten Saison nur geholt. Dann war er eigentlich noch Spieler, Trainer, aber auch wieder nicht so richtig. Dann gab es Lizenzprobleme. Dann wurde Anfang Oktober Frankie Verkautere neuer Cheftrainer bei Anderlecht, weil Kompany keine Trainerlizenz hatte. Dann gab es auch eine Verwarnung. Also Tohuwabohu rund um den Start von Vincent Kompany, der nun seine Karriere endgültig an den Nagel gehangen hat. Nicht ohne nochmal 15 Spiele absolviert zu haben für die Belgier. Aber jetzt ist endgültig Schluss. Jetzt ist er so eine Art Trainer und Manager nach englischem Modell und hat den Jugendstil aber sowas von eingeläutet. Ein U-Nationalspieler nach dem anderen. Ganz viele Eigengewächse, kommen wir nachher nochmal drauf. Und ein Durchschnittsalter von 23,6. Zum Vergleich, die Werkself ja auch jetzt nicht gerade mit vielen Routiniers gesegnet hat, 25,7. Achtung, Kontermöglichkeit, wenn man so will, für die Belgier. Aber souverän gelöst von Sven Bender. Mohamed Daouda. Also Bender und Tabsoba, ein Gespann, auf das Peter Boss gesetzt hat in der vergangenen Saison. Auch sehr zum Leidwesen von Jonathan Tah, der erheblich weniger Spielzeit bekommen hat. Und es ist eine spannende Phase rund um die Bay-Arena. Mal ganz losgelöst vom Thema Corona, wann wieder Zuschauer zugelassen werden, sein werden und so weiter. Aber insgesamt Bayer 04 natürlich jetzt schon vor einem kleinen Umbruch. Kai Havertz, so sieht es im Moment aus. Ich sagte das eingangs, wohl in London schon angekommen, um da die letzten Formalitäten zu erledigen für den Wechsel zum FC Chelsea. Kevin Volland ist nicht mehr da. Das hat Peter Boss auf den Punkt gebracht in dieser Woche. Also wenn Kai und Kevin gehen, dann gehen auch 30 Tore und 30 Vorlagen. Dafür brauchen wir Ersatz. Wir brauchen einen entsprechenden Kader für unsere Ziele. Die Ziele habe ich der Geschäftsführung um Fernando Caro, Rudi Völler und um Sportdirektor Simon Rolfes genannt. Auch wo, auf welchen Positionen er da Verstärkung sieht. Foulspiel Tabsoba. Und dann schauen wir mal, was sich jetzt noch ereignet. In Tagen und Wochen. Es wird einiges los sein, personaltechnisch. Ziemlich sicher. Ja, nochmal ein Foulspiel an Palacios. Freistoß für Bayern 04, die sich in diesen ersten 16, 17 Minuten gut präsentiert haben, einen Blitzstart hingelegt haben durch Palacios nach 7 Minuten, der auch sehr anspielbar ist im zentralen Mittelfeld, jetzt auch wieder am Ball, viel rotiert. Die Belgier vor einige Probleme stellt. Verdiente Führung für die Werkself. Gab noch einen Distanzschuss von Kerem Demirbay. Und von den Belgiern bisher offensiv noch gar nicht zu sehen, die ja einige sehr, sehr interessante Spieler in ihren Reihen haben. Unter anderem auch den Torwart Timon Wellenreuther. Er ist neu im Team. Trägt die Nummer 1. Er ist nicht die Nummer 1, weil Van Kroonbruggen, der Nationaltorhüter
Nummer 1 ist. War heute im Kasten bei den Belgiern. Kommt von Willem Twee. Tilburg. Aus der KSC-Jugend 2013 zu Schalke gewechselt. Dann über Mallorca zu Willem Twee. Jetzt Achtung. Kommen die Belgier. Das erste Mal vielleicht gefährlich. Fragezeichen. Oh, sehr schön geblockt von Daley Sinkgraven. Wichtig in dieser Szene. Und Bellarabi im Sprint gegen Kayembe. Das ist aber regelwidrig. Wort noch zum Schiedsrichter Robin Braun. Die Assistenten sind Florian Fisse und Christian Schäper. Das ist nochmal der Vollständigkeit halber. Falls es Fragen geben sollte, der Video Assistant Referee ist heute nicht im Einsatz. Antonio Milic mit der Seitenverlagerung, aber Bayern 04 sehr aufmerksam defensiv. Nadim Amiri heute über die linke Seite. Unsanft gebremst von Michael Murillo. Kennt man auch von der WM 2018, den Nationalspieler aus Panama. Bayern 04 bleibt beim klassischen 4-3-3. Mal wieder auch mal so ein 4-5-1. Lucas Alario ganz vorne, jetzt aber fein gespielt. Achtung, Riesenchance für Anderlecht. Ausgleich. Das ging aber ganz fix. Das 1-1. Also, da haben sie nicht lange gefackelt. Mohamed Daouda wird als Torschütze angegeben hier in der Bayer Arena. Ich stocke deswegen, weil mit der Nummer 68 der Spieler gerade das Tor erzielt hat. Und das ist Nayel Messatu aus der Jugendakademie. Aber ich glaube, es war tatsächlich Mohamed Daouda. Ein ghanaischer Ex-Nationalspieler, 22 Jahre alt, kam aus Esbjerg von seiner Leihe zurück, hat bisher 7 Spiele für Anderlecht absolviert. Und jetzt der Torschütze Mohamed Daouda. Jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt. Also, munterer Beginn in dieser ersten Hälfte 1-1 durch Ezequiel Palacios oder durch die Treffer von Ezequiel Palacios und Mohamed Daouda. Nachdem Anderlecht zum allerersten Mal mit schnellem Kombinationsspiel die Hintermannschaft von Bayern 04 überrascht. Auf der Bank bei Bayern 04 ja noch 2 Spieler, die nicht zu ihren Nationalmannschaften gereist sind. Panos Retzos. Zurückgekehrt aus Sheffield nach seiner Leihe. Sheffield hat die Kaufoption, ich sagte das, nicht gezogen. Und da hat man dann gemeinsam entschieden, dass Panos Retzos hier die Vorbereitung bei Bayern 04 absolvieren soll. Soll sich hier zeigen, soll sich präsentieren. Genauso wie Florian Wirtz, der zum ersten Mal im zarten Alter von 17 für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde, die ja gestern gegen Moldau mit 4-1 gewonnen hatte. Da wäre Florian Wirtz bei einem Einsatz auch der jüngste Spieler, der jemals in der U21 zum Einsatz gekommen wäre. Aber der Konjunktiv, da hat dann Bayern 04 gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund entschieden, hier genau wie im Fall Retzos, Florian Wirtz die Vorbereitung auf die Saison absolvieren zu lassen und das Thema U21 zu vertagen. Ist ja nicht so, dass es nicht genug Länderspiele gibt.
in den kommenden Monaten. Alleine drei, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Innerhalb von 7 Tagen Oktober. Das ist dann schon mehr als happig. Stichwort Belastungssteuerung, die Vereinstrainer dann auch. Und wenn man das zusammenrechnet, kann man dann schon mal auf fast 30 Spiele kommen bis Weihnachten. Dem heutigen Tag. Also 14 Bundesligaspiele, 6-mal Europa League. Dazu dann die beiden DFB-Pokalpartien. Die Werkself ja am kommenden Sonntag gegen Eintracht Norderstedt. Das Spiel findet auch in der Bay-Arena statt. Norderstedt hat wie so viele Amateurclubs aufgrund der Corona-Beschränkungen das Heimrecht mit Bayern 04 Leverkusen getauscht. Dann geht sie los, die wilde Fahrt, bis kurz vor Weihnachten. Dann gibt es ja eigentlich keine richtige Pause diesmal. Dazu dann noch ein knackiges Länderspielprogramm. Da sind die Spieler extrem auch in der Eigenverantwortung eben. Die Vereine. Deswegen gab es auch allerhand Lob jetzt für Bundestrainer Joachim Löw, wie er das Personalmanagement vor dem ersten Spiel gegen Spanien eingeleitet hat, mit eben den Bayern-Spielern, Doppelsieger, deren Nats. Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Die Spieler des Doppelsiegers FC Bayern München und des Champions League-Halbfinalisten RB Leipzig eben zu schonen. Dies allseits dann auch auf Wohlwollen. Kai Havertz kam gestern genauso wie Jonathan Tah nicht zum Einsatz beim 1:1 gegen Spanier. Nochmal für die, die jetzt das einschalten. Info, Kai Havertz mittlerweile wohl in London eingetroffen, wird möglicherweise Gelegenheit klären für einen, immer noch, sage ich das, möglichen Wechsel zum FC Chelsea London, aber die Anzeichen verdichten sich. Die Nummer 10, Michael Flapp, kurz am Ball gewesen. Jetzt die Belgier mit der nächsten Chance. War dann zu umständlich gespielt. Haben sich nach dem Sturmwirbel von Bayern 04 in den ersten Minuten, so möchte ich es mal nennen, besser akklimatisiert. Das war die Nummer 11, Percy Tau. Ein Südafrikaner war ausgeliehen oder ist ausgeliehen von Brighton. Hat mal direkt in den ersten 3 Spielen 2 Tore erzielt. Jetzt gerade am Ball gewesen. Technisch sehr beschlagener Spieler. Beweglich, lässt sich immer wieder wie auch jetzt zurückfallen. Eigentlich ein gelernter Mittelstürmer. Letztes Spiel von Anderlecht war ein 2:2. Am 4. Spieltag mit Percy Tau auch als Achter. Da lag man schon nach 30 Minuten 0:2 zurück. Van Kroonbrugge, der Keeper, hat nicht seinen besten Tag erwischt. Dann gab es ein Handspiel und eigentlich war das Ding dann schon fast durch. Und dann Kama und eben Percy Tau in der 55. Minute mit dem 2:2. Dabei blieb es dann. Allerdings, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut, wirkte da auch die Abwehr nicht sattelfest bei Anderlecht. Schlechtes Stellungsspiel. Und jetzt kommt auch noch die schwere Verletzung von Verteidiger Elias Kobo dazu, der sich mit einem Knöchelbruch wahrscheinlich abmelden muss. Also Personalprobleme in der Abwehr von RSC Anderlecht. Nicht, dass da Vincent Kompany sein Karriereende doch nochmal überdenken muss und einspringen muss. Aber er hat keine Lizenz für die kommende Saison bis jetzt beantragt, war zu hören. Freistoß für Bayern 04 in der 29. Minute.
Eine Sache der ehemaligen Hoffenheimer, ganz dicke Kumpels, Kerem Demir bei und Nadim Amiri. Tabsoba startet ein und am Ende ist es der Kopfball, der dann übers Tor geht. War kein Abseits. Lars Bender beim Versuch. Also was will Peter Boss heute konkret sehen von seiner Mannschaft? Dass man hier nicht die Sterne rauf und runter spielen wird nach fünf Tagen Training, nach dieser zerrissenen Vorbereitung, immer wieder kurze Regenerationsphasen, dann wieder Wettbewerb, Pokalfinale und die UEFA Europa League. Sie haben das verfolgt, das ist klar, aber dennoch ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar auch mit der deutschen Nationalmannschaft gestern, wo ja auch Spieler quasi aus dem Urlaub direkt zur Nationalmannschaft gekommen sind. Toni Kroos quasi vom Tennisplatz, aber direkt mal mit einem starken Spiel. Der ehemalige Bayern 04-Akteur, die Werkself natürlich auch in den vergangenen Wochen nicht untätig gewesen, aber das ist auch das Einhändige, was die medizinischen Experten, was die Athletiktrainer sagen, in zwei Wochen verliert man, oder knapp drei Wochen sind es ja, verliert man nicht so viel an Fitness. Aber das Zusammenspiel, die Eingespieltheit, die Integration von einem Neuzugang wie Lennart Grill, die Abläufe, die Automatismen, die Spritzigkeit über 90 Minuten, all das kann natürlich heute noch nicht da sein. Ah, schön gelöst, dem hierbei auf Nadim Amiri. Moussa Diaby ebenfalls heute nicht da. Leon Bailey aus bekannten Gründen immer noch in Jamaika. Und so ist heute also Nadim Amiri, der Linksaußen. Jetzt der Konter von Anderlecht und jetzt geht's ganz schnell. 4-3. Sakali ist das, überlegt so lange. Gut geklärt am Ende von Sakari Bakali. Gelernter Linksaußen, kam 2018 von Valencia. 24 Jahre alt, hat schon 57 Spiele in La Liga bestritten, galt mal als ganz großes Talent aus der Jugend vom PSV Eindhoven. Aber hat im letzten Jahr nur 4 Spiele für Anderlecht bestritten. Eine Knie-OP kam dazwischen. Wetter könnte übrigens besser sein. Strömender Regen rund um die Bay-Arena. Und jetzt Palacios auf Karim Bellarabi. Amiri setzt nach, wird gelegt, müsste Freistoß geben. Jawohl, auch Karim Bellarabi ja weiterhin ein Leverkusener. Seit 2011 der Mann mit der 38, der wohl schnellste Spieler im Kader. Oder einer der schnellsten. Ich glaube, Moussa Diaby ist auch nicht gerade langsam, aber einer der schnellsten Spieler. Lassen wir uns darauf ein. Zwischendurch die Leihe nach Braunschweig und dann immer wieder ganz, ganz starke Spielzeiten. Garniert mit viel Verletzungspech, leider. Aber wenn er fit ist, das betonen auch immer wieder die Verantwortlichen um Rudi Völler und Simon Rolfes. Ein ganz wichtiger Eckpfeiler für den Tempo-Fußball, den Peter Boss spielen lassen will. Und einen guten Schuss hat er auch noch. Käme vielleicht jetzt zum Tragen. 15 Meter Torentfernung. Ja, der Kriegsrat dreht sich noch. Und dann geht Karim Bellarabi weg und jetzt machen es die ehemaligen Hoffenheimer, Demir Bay und Amiri unter sich aus. Amiri in die erste Etage leider.
Das ist ja oft so, wenn man dann zu lange überlegt. Das ist vielleicht so ein klassischer Fall jetzt. Vielleicht einfach dann einmal kurz schauen und draufschießen. Ist dann oft etwas effizientere Methode. Auffällig bei Anderlecht, immer wieder versuchen sie das System von Peter Boss mit Spielverlagerungen auszuhebeln. Immer wieder vom linken auf den rechten Flügel. Sehr offensiv eingestellt, haben wir jetzt hier am Ball gesehen. Michael Morillo, der Rechtsverteidiger, spielt eine wichtige Rolle. Jetzt haben wir Vranjes. Und immer wieder wird auch Mohamed Daouda gesucht, der so ein bisschen die Bälle nach außen ablegen soll. Kayembe und Bakali. Eben noch unsanft gestoppt von Demir Bay. Sie sehen das Pressing von Bayer 04. Achtung, wieder Daouda, ganz knappes Ding. Weiß nicht, ob Niklas Lomb da rangekommen wäre. Nächste gute Chance. Daouda setzt sich durch gegen Tabsoba. Aber mittlerweile ist das 1-1 auch nicht unverdient. Nach den ersten 10 Minuten hätte man das jetzt nicht gedacht, dass man diesen Satz als Kommentator dieser Partie sagt. Aber Anderlecht hat sich zurückgekämpft in die Partie nach schwachem Start. Und hat sich jetzt auf das Spiel von Bayer 04 eingestellt. Wellenreuther. Ja, Bayer 04 steht sehr hoch. Sieht man jetzt die Innenverteidiger wieder fast an der Mittellinie. Das ist das Spiel von Bayer 04. Das ist das Spiel von Peter Boss. Jetzt der lange Ball eben von Wellenreuther oder eben von den Verteidigern, um eben diese Kette dann vor Probleme zu stellen. Dann starten die Außenverteidiger oder die Außenspieler. Das ist so das Spielprinzip von Anderlecht, die darüber hinaus aber auch noch schnelle Kombinationsspieler besitzen. Haben wir gesehen beim Ausgleich von Anderlecht. Da ging es dann zu schnell für die Leverkusener Abwehr. Und natürlich heute auch diese Partie, leider ja ohne Zuschauer in der Bay Arena, ein fortwährendes Thema. Gestern gab es ja die virtuelle Mitgliederversammlung der DFL für die 36 Erst- und Zweitligisten. Und da hat ja Christian Seifert Klartext gesprochen. Dies wird die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit des Profifußballs in Deutschland. Ausrufezeichen. Die wirtschaftlich harten Monate kommen noch, so der DFL-Geschäftsführer. Es wird ein Höchstmaß an Energie vonnöten sein, mit guter Planung, Besonnenheit und Mut eben dann auch dafür zu sorgen, dass irgendwann die Fans wieder ins Stadion zurückkehren können. Sie haben das mitbekommen, die ersten Vereine rüsten sich aber für die Rückkehr in Leipzig zum Beispiel. Werden 8.500 Zuschauer mit Genehmigung der Behörden am ersten Spieltag im Stadion sein. Bei Hertha BSC werden es 4.000 sein. Gladbach hat im Pokalspiel nächste Woche 300 Zuschauer dabei. In Rostock 8.000. Das geht natürlich alles sehr weit auseinander. Der FC Bayern wird möglicherweise gar keine Zuschauer haben. In Leverkusen bemüht man sich natürlich auch, ist dort im ständigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, gibt aber da noch nichts Neues zu vermelden, wann wieder Zuschauer, ob überhaupt Zuschauer in der Bay Arena zugelassen sein werden. Lassen wir uns da überraschen. Aber das Arbeitsschutzkonzept, die Arbeit im Hintergrund, die Hygienekonzepte sind verabschiedet worden gestern einstimmig. Und die Bundesliga kann sich da schon ein Stück weit auf die Schulter klopfen. Die Deutsche Fußballliga hat da
Großes geleistet bis jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Also Chapeau auch nochmal von unserer Seite als Vorreiter in Europa. Du kannst dann gerne auch weitergehen in dieser ganz komplexen Phase, in der wir uns in jeder Hinsicht befinden. 5 Wechsel wird es weiterhin geben in der ersten und zweiten Liga. Das wurde ebenfalls gestern beschlossen. Kurzfristige Spielverlegungen sind möglich, um Spielausfälle zu vermeiden. Da haben wir ja eben drüber gesprochen. Bei dem Terminkalender ist es fast nicht möglich, Spiele nachzuholen. Also hat man da auch vorgesorgt. Also die Vorzeichen sind zwar sicherlich nicht einfach, aber man tut das Möglichste im deutschen Fußball, um diese Zeit so ein wenig zu trotzen, so möchte ich das mal vielleicht bezeichnen. 6 Minuten noch bis zur Pause. Bayer 04 im ersten und einzigen Test gegen den RSC Anderlecht vor dem Start in die Pflichtspielsaison 2020-2021 am kommenden Sonntag gegen Eintracht Norderstedt in der Bay Arena. Abseits Karim Bellarabi. Ja, und um das abzuschließen, auch in Belgien rüstet man sich so ein wenig für den Restart mit Zuschauern. Anderlecht will am kommenden Sonntag gegen Cercle Brügge mit 5.000 Zuschauern im Rücken das Heimspiel bestreiten. Da gab es auch positive Signale zuletzt aus der Politik, aus der Stadt Brüssel. Also es tut sich was. Es wird nicht so sein, dass wir jahrelang keine Zuschauer mehr im Stadion haben. Das soll dann auch nicht so sein. Das Erlebnisfußball ist natürlich, das bestätigen ja auch die Spieler, ein ganz anderes, wenn man ein Feedback von den Rängen erhält. Auch wenn es nur wenige 100 Zuschauer sind. Aber wir werden wieder sportlich. Bayer 04 im Spielaufbau über Tabsoba und Sven Bender, die ja, gefühlt die meisten Ballkontakte haben. Das liegt daran, dass sich die Belgier richtig gut sortiert haben jetzt. Früh angreifen, die Räume eng machen und nach dem ersten Schleudergang der ersten 10 Minuten ja, sozusagen den Stecker gefunden haben, mit dem sie jetzt den Angriffswirbel von Bayer 04 unterbrochen haben. Anderlecht über links, über Kayembe, eigentlich von Hause aus ein zentraler Mittelfeldspieler. 22-jähriger Kongolese, das ist Milic mit der Nummer 44. Kroatischer Innenverteidiger. Und bei den Belgiern ist es so, dass eben sehr viele Spieler bei ihren U-Teams sind. Und Auswahlmannschaften auch ca. 10 bis 12 Spieler nicht dabei. Sodass Vincent Kompany im Vorfeld angekündigt hatte, auch hier viele Spieler spielen zu lassen, die zuletzt eben nicht so oft zum Einsatz gekommen sind in der belgischen Liga. Wie gesagt, 3 Remis, 1 Sieg. Gestartet war man mit einem 2:2 in Mechelen, dann gegen Saint-Truiden mit 3:1 gewonnen und danach zweimal Remis gegen Mouscron und eben Ostende am vergangenen Wochenende nach 0:2 ein 2:2 geholt. Bei den Belgiern führt Charleroi die Tabelle an mit 12 Punkten vor Standard Lüttich mit 10 und der amtierende Meister, der FC Brügge im letzten Jahr beim Corona-Abbruch in Belgien nach 29 Spielen, da hatten sie 70 Punkte geholt. 15 Punkte waren sie vor Gent. Nur eine Niederlage, aber auch der amtierende Meister hat Schwierigkeiten. Schon mit 2 Pleiten ist punktgleich mit Anderlecht Fünfter. Ah, Lucas Alario versucht sich die Bälle weiter hinten zu holen, weil die Belgier sehr weit aufrücken mit ihrer Abseitsfalle.
Alario im direkten Duell mit Antonio Milic. Ja, aufpassen, Tapsoba. Und es müsste sogar die gelbe Karte geben für den Nationalspieler von Burkina Faso. Ja, Edmond Tapsoba, ein Shootingstar in der vergangenen Rückrunde. Kam er erst 2017 überhaupt nach Portugal, dann im Januar 2020 von Vitória Guimarães zu Bayer 04 gewechselt und der 1,92 große Innenverteidiger hat unglaublich kurze Zeit benötigt, um sich einzufinden. Da war auch Peter Boss, der nicht gerne einzelne Spieler nennt in Pressekonferenzen oder über sie spricht, aber auch hellauf begeistert. Kann mich da auch an die Partie gegen Borussia Dortmund erinnern, sein Bundesliga-Debüt. Extrem gut antizipiert im Stellungsspiel, sofort ins kalte Wasser geworfen und sich freigeschwommen. Gegen Ende der Saison. Ich nenne mal die Spiele Bayern München, Inter Mailand, da wird es ein bisschen schwierig. Gegen die ganz großen Namen des Weltfußballs, aber eine tolle Karriere hat er auf jeden Fall vor sich. Edmond Tapsoba und bei Mohamed Daouda, dem Torschützen zum 1:1, sollte es wieder passen gleich. So, da hat noch jemand die Brille vergessen, verloren. Ja, Sachen gibt's. Weiter geht's mit den letzten Sequenzen der ersten Halbzeit. Verdientes 1:1 zwischen Bayern 04 und dem RC Anderlecht. Schlusspfiff der ersten 45 Minuten auf Nachspielzeit hat der Schiedsrichter gespannt verzichtet. Ein verdientes 1:1 zwischen Bayern 04, Leverkusen und dem Club aus Brüssel, dem Royal Sporting Club Anderlecht. So, und zur zweiten Halbzeit kommen jetzt die beiden Mannschaften wieder auf den saftig grünen Rasen der Bay Arena. Anderlecht wird jetzt gleich ganz in weiß von links nach rechts anstoßen. Ich schaue mal, ob es personelle Veränderungen gegeben hat und sehe da bei Bayer 04 keinen Wechsel. Das können wir schon mal vermelden. Da wird es dann vielleicht im Laufe des zweiten Durchgangs einige Änderungen noch geben. Vielleicht sagt auch Peter Boss, ich möchte mal gerne diese Mannschaft, die ja durchaus lukrativ prominent besetzt ist, durchspielen lassen. Warten wir mal ab, was Peter Boss dann entscheiden wird. Zweiter Durchgang Bayer 04 gegen den RSC Anderlecht. Und ob es dann Wechsel bei den Belgiern gegeben hat, werden wir dann auch gleich in Kürze nochmal vervollständigen das Ganze. Sieht im Moment auf den ersten Blick auch nicht so aus. Murillo beim Einwurf. Und Tapsoba gewinnt den Zweikampf. Murillo zum zweiten. Im Zusammenspiel. Oh, Achtung! Oh, Anderlecht macht direkt da weiter, wo sie angesetzt haben. Jetzt aber die Abseitsposition. Also die Nummer 27 ist neu in der Partie bei den Belgiern. Ilias Takidine, wenn ich das richtig sehe. Ein Rechtsaußen im Sommer von Genk gekommen. U18-Nationalspieler. Spielt es auf der rechten Seite hier zu sehen, auch im Bild. 19 Jahre alt. Mit den Staatsbürgerschaften Belgien und Marokko. Ilias Takidine neu in der Partie.
Percy Tau war das jetzt gerade am Ball. Und die Belgier haben es nicht besonders eilig jetzt im Moment. Ersten 2 Minuten laufen der zweiten Halbzeit. Mit gutem Pressing. Sofort, so kennen wir das, wird der ballführende Spieler attackiert. So dass man dann genau wie hier zum langen Schlag gezwungen ist. Nochmal die Nummer 39, Kayembe eben beim Einwurf zu sehen. Kongolesischer Nationalspieler. Das war die Nummer 10, bisher wenig zu sehen. Kurz am Ball gewesen, Michael Flapp. Offensiver Mittelfeldspieler kam im vergangenen Jahr aus Herrenveen zu Anderlecht. Auch Werder Bremen soll damals gesteigertes Interesse an seiner Verpflichtung gehabt haben. 1,90 groß, 23 Jahre alt, die Nummer 10 bei Anderlecht. Eigentlich eine zentrale Figur, aber bisher ohne große Wirkung. Percy Tau. Und Tabsoba auf Niklas Lomp. Also kein Torwartwechsel. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Achtung, Lomp mit einem riskanten Abspiel. Marcel Jonen. Das wäre noch eine Option gewesen, den in der Halbzeit zu bringen. Aber ich glaube, Niklas Lomp freut sich auch über jeden Einsatz. Jetzt mal über 90 Minuten hat er sich auch verdient. Amiri. Tabsoba bedrängt von Daouda, dem Torschützen. El-Arabi hilft hinten aus, weil Anderlecht extrem weit aufrückt. Auch das ist neu unter Kompany. Da spielt man sehr ähnlich, wie Peter Bostes spielen lässt, mit extrem weit oder mit extrem offenem Visier, so möchte ich das mal nennen. Bei den Belgern jetzt gerade auch die Innenverteidiger weit hinter die Mittellinie aufgerückt. Weiter in dem Tor bei den Belgiern jetzt gerade am Ball gewesen. Timon Wellenreuter. Neuzugang von Willem Twee. Wird aber wohl an Van Kroonbrugge, dem belgischen Nationalkeeper, nicht vorbeikommen. Der war allerdings jetzt verletzt, ist abgereist von der belgischen Nationalmannschaft. Und war schon beim Spiel in Ostende nicht richtig fit, hatte ich zumindest den Eindruck. Eigentlich ein sicherer Rückhalt bei den Belgiern, aber sah da nicht gut aus in 2-3 Szenen. Vielleicht war da schon die Beeinträchtigung da, auf jeden Fall. Wellenreuter hinter Van Kroonbruggen als Nummer 2. Aber heute bekommt er mal 90 Minuten Spielzeit. Florian Wirtz in der Partie. Also doch ein Wechsel bei Bayer 04. Zweimal die Nummer 27 auf dem Rasen. Florian Wirtz ist neu in der Partie. Pardon, da ist er mir durchgerutscht. War ziemlich sicher, dass die Werkself unverändert spielen wird, aber Florian Wirtz in der Partie für Ezequiel Palacios. So, jetzt haben wir es dann auch aus Sicht von Bayern 04 sortiert. Also Florian Wirtz, auf den freuen wir uns, der mit einigen schönen Haken das Spiel sicher beleben kann, mit einigen technischen Finessen. Der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, Karim El-Arabi. Lario kommt nicht ran an die Hereingabe. Ja, Florian Wirtz, der Shootingstar. Ich werde jetzt nicht die Eulen nach Athen tragen und das alles durchkauen. Das werden sie wissen, aber es ist schon beachtlich, wenn er jetzt auch schon zur U21-Nationalmannschaft eingeladen wird. Als wenn er dann zum Einsatz käme, als jüngster Spieler ever, der für den Nachwuchs direkt unter der deutschen A-Nationalmannschaft zum Einsatz käme. Das spricht für seine Klasse. Trainiert
immens gut, was man hört. Lucas Alario in der Zwischenzeit mit einem Abschluss. Sehr engagiert, sehr lernwillig. Und da gab es ja auch mal ein Zitat von Sven Bender, der gesagt hat, also in dem Alter habe ich so einen Spieler sehr selten gesehen. Also möglicherweise wird es dann so sein, dass sich die Wege ja von Kai Havertz und Bayer 04 Leverkusen trennen werden in Kürze. Wie gesagt, final ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber da hat man mit Florian Wirtz auch einen, der genau wie Kai Havertz die rechte Außenbahn bekleiden kann, der auch im Zentrum spielen kann, der mit seiner Ballsicherheit auch und seiner technischen Finesse ja da auch universell einsetzbar ist. Und auch jetzt ist er ja jetzt quasi als einer der beiden Achter. Also Arangis würde ich jetzt mal als Sechser bezeichnen und dann eben wie Palacios in der ersten Halbzeit als Achter eingesetzt. Ja, Foulspiel von Kerem Demirbay. Also da probiert Peter Boss jetzt einiges aus mit dem gebürtigen Poolheimer. Gilt ja dann auch den möglichen Abgang von Kai Havertz möglichst schnell zu kompensieren. Schöner Ball auf Nadim Amiri, aber Milic ist da. Ah, gut, von Wendell gestört. Bei 04 beginnt ähnlich wie im ersten Durchgang und da sehen wir die technische Klasse von Florian Wirtz. Ball läuft gut bei der Werkself, dem hier bei. Wendell und Sven Bender. El-Arabi legt ab auf Lars Bender. Klasse Zusammenspiel. Und immerhin eine Ecke für das Team von Peter Boss. Eine Sache für Kerem Demirbay. Zweite Saison in Leverkusen, der 27 Jahre alte Bayer 04 Profi, für Schalke und Dortmund in der Jugend gespielt. Das gibt es auch nicht oft. Hat schon einiges an Erfahrung, aber schauen wir erst auf die Ecke, die sein Ziel oder die ihr Ziel nicht erreichen wird. Hamburg, Kaiserslautern, Düsseldorf, Hoffenheim und jetzt Leverkusen. Ein Tor und 5 Assists. Ein Tor in der Bundesliga und 5 Vorlagen. Ein Sahnetor in Bremen mit einem ganz frechen Lupfer. Und in Porto traf er beim Sieg im Estadio Dragao. Aber sehr ehrgeiziger Spieler, der auch weiß, dass er jetzt möglicherweise, sollten sich die Wege von Kai Havertz und Bayer 04 trennen, eben noch mehr in der Verantwortung steht, vielleicht auch etwas weiter vorrückt, möglicherweise. Taktisch gesehen. Aber das werden wir dann sehen, wie Peter Boss das Ganze einordnet. Tabsoba, guter Ball auf Wirtz. Und was für eine Ballannahme. Und damit kann er dann direkt Schwung aufnehmen. Was für ein Pass auf Karim El-Arabi. Das war die ganze Klasse von Florian Wirtz in 2 Sekunden zusammengefasst. Hervorragende Ballannahme, sofort in die Bewegung startend und dann mit dem guten Auge für den Mitspieler. Fein gemacht vom Bayer 04 Youngster seit Januar diesen Jahres in Leverkusen. Und im Übrigen gab es ja dann auch noch obendrauf die Fritz-Walter-Medaille in Gold im Bereich der U17-Junioren. Jetzt gibt es Ecke für Anderlecht. Und da kommen jetzt einige der Großgewachsenen mit nach vorne. Ich denke da an die Innenverteidiger Milic oder Vranjes. Schauen wir mal, was sich da Anderlecht einfallen lassen wird. Ecke getreten von Michael Flapp, dem Niederländer. Keine Gefahr
für das Tor von Niklas Lomp, der ebenfalls seinen Vertrag bei Bayern 04 ja verlängert hat bis 2022. Dreimal ausgeliehen worden von Bayern 04 nach Halle, Münster und Sandhausen und jetzt heimisch geworden als ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Bayern 04 Torwartteams. Ja, Alario wird da bearbeitet von Vranjes. Nächster Freistoß. Alario kam noch nicht so zum Abschluss bis jetzt. Der Argentinier der nicht so hundertprozentig zufrieden mit seinen Einsatzzeiten ist. Aber schauen wir vorher auf Florian Wirtz. Arangis und Bellarabi. Jetzt wieder Florian Wirtz, der das Spiel der Werkself merklich belebt mit seinen Ideen. Wieder Florian Wirtz und dann nimmt Amiri Kerim Demirbal bei den Ball, so heißt es, vom Schlappen. Schade drum. Demirbal hätte da wahrscheinlich direkt den Abschluss suchen können. Sven Bender hält es nicht mehr hinten. Nächste Ecke. Bayern 04 hat den Fuß auf dem Gaspedal. Ja, Lucas Alario viermal von Beginn an gespielt. In der Rückrunde, das ist ihm zu wenig. Gab es auch einen Satz vom Berater von Lucas Alario. Es ist nicht gut, einen Ferrari im Lager zu haben. Oh, da war aber ganz, ganz unglücklich Wellenreuter. Beinahe hätte Sven Bender das ausgenutzt. Aber da muss ich auch sagen, kann ich die Bayern 04 Verantwortlichen voll auf verstehen. Denn man hat ja besser einen Ferrari im Lager als einen Smart. Also bevor da nicht personell ganz andere Dinge passieren, kann man auch nicht im Entferntesten darüber nachdenken, Lucas Alario da gehen zu lassen. Einer, der immer weiß, wo das Tor steht, der gut trainiert, auch in der Rückwärtsbewegung sich extrem verbessert hat. Aber eben hinter Kevin Volland und dann eben auch hinter Kai Havertz dann zurückstehen musste in der abgelaufenen Rückrunde. Also nächste gute Chance für Bayern 04. Erst Demirbal, der verpasst, weil Amiri ihm sozusagen die Kugel klaute. Dann Sven Bender mit einem Schussversuch nach Fehler von Wellenreuter. Gibt durchaus die ein oder andere Gelegenheit für das Team von Peter Boss. Stunde rum in der Bayer Arena 1-1. Und Amiri schickt Karim Bellarabi. Aber der letzte Pass kommt des Öfteren noch nicht an. Zum Glück für die Belgier oder aus Sicht des Teams von Vincent Kompany, denn da hätte es dann ein, zweimal schon ganz gut klingeln können. Nachlässig die Belgier hier. Murillo kann den Pass nicht erreichen. Also halbe Stunde noch und bei den Belgiern kommt ein weiterer neuer Spieler. Und wird jetzt gleich das Spielfeld betreten. Das ist Anthony van den Borre mit der Nummer 18. Das ist eine ganz interessante Personalie. Kommen wir gleich drauf, bevor Karim Bellarabi hier durchstartet. Abseits allerdings Anthony van den Borre. Ja, das ist eine sehr interessante Personalie. Der hat gemeinsam mit Vincent Kompany noch zusammengespielt. Hat auch beim RSC Anderlecht sozusagen die ersten fußballerischen Grundlagen gelegt. Er wird jetzt wahrscheinlich für Murillo kommen, den Mann aus Panama. Na, falsch gedacht. Murillo wird jetzt erstmal mit der Aufgabe des Kapitäns bekleidet. Also, das lösen wir dann gleich auf. Auf jeden Fall. Murillo, Kapitän van den Borre im Team, rückt in die Innenverteidigung, hat noch mit Kompany zusammengespielt, das wollte ich noch ergänzen und war eigentlich einer der Shooting Stars der kommenden Defensivspieler
Und wie das dann manchmal so ist, hat er nicht immer diszipliniert agiert, so möchte ich es mal nennen. Viele Undiszipliniertheiten, vielleicht die falschen Wechsel. Hat unter anderem in Genua und in Portsmouth gespielt oder in Montpellier und war dann vereinslos, der absolute Tiefpunkt im Januar 2020. Und dann hat sich Vincent Kompany an seinen alten Kumpel erinnert, hat ihn angerufen, willst du nicht dieses Jugendprojekt beim RSC Anderlecht gemeinsam mit mir hier so ein bisschen begleiten, ist aber noch fit. Im letzten Jahr haben sie noch zusammengespielt, im letzten halben Jahr vor dem Corona-Lockdown in Belgien. Und dann ist er nun weiterhin ein Eckpfeiler in dieser ganz, ganz jungen Mannschaft von Anderlecht. Wie gesagt, Durchschnittsalter unter 24. Und jetzt haben wir ihn am Ball, Anthony van den Borre. Aber Anderlecht geht es gemächlich an im zweiten Durchgang. Intensität war im ersten Durchgang bei den Belgiern deutlich höher. Demirbay versucht immer wieder für Impulse zu sorgen, aber noch fehlt so ein wenig die Abstimmung. Jetzt wieder gefordert in der Rückwärtsbewegung, abseits Takidine. Auch Anderlecht hat einige Nachwuchsspieler mit an Bord aus der eigenen Akademie. Kann sein, dass der ein oder andere da auch nachher noch zum Einsatz kommen wird. Bei Bayern 04 weiterhin keine Anstalten von Peter Boss, das ganze personell zu verändern. Florian Wirtz für Palacios in der Partie, um ihn dann eben mal als Achter zu testen. Also kann ich bisher nur sagen, sieht sehr gut aus in den ersten Sequenzen. Amiri, Doppelpassversuch mit Alario. Dann sofort wieder zustellen. Klasse, Lars Bender. Etwas unglücklich die Kugel jetzt verloren. Takidine. Und jetzt mal Anderlecht mit einer Kontermöglichkeit. Aber das haben sie nicht gut ausgespielt. Das hat uns dann im ersten Durchgang aus Sicht der Belgier besser gefallen. Das haben sie gut gelöst. Die Bayern 04-Spieler Amiri auf Karim Bellarabi. Amiri schafft noch das Abspiel. Bellarabi, Schiedsrichter lässt Vorteil laufen und es ist die Chance vorbei. Dachte ich, aber Bellarabi fightet nochmal zurück. Ja, das Spiel läuft weiter. Also fehlt dann so ein bisschen noch an der Durchschlagskraft, an der Gradlinigkeit. Dann wird noch der ein oder andere Schnörkel zu viel angesetzt, aber auch jetzt wieder. Florian Wirtz rennt von rechts einmal über den halben Platz nach hinten, hilft aus und buxiert die Kugel ins Seitenaus. Genauso will es Peter Boss sehen. Im Moment hat sich jetzt Charles Arangis etwas weiter nach vorne eingeschaltet. Kerim Demirbay sichert nach hinten ab. Und jetzt sind Florian Wirtz und Charles Arangis die beiden Achter. Jetzt Arangis im Zusammenspiel mit Florian Wirtz. Also es ist ganz interessant, wie Bayern 04 hier das Wechselspiel auf den Positionen gestaltet. Nächster Abschluss, Karim Bellarabi. Ja, da ist eine hohe Flexibilität gefordert. Aber nach allem, was man hört und nach allem, was man weiß auch über die fußballerische Klasse von Florian Wirtz, kann er das extrem gut und schnell lernen. Ja, wieder Van den Borre. Und die Seitenverlagerung auf Murillo, den Mann aus Panama, und Wendell.
ist da gekommen für Deli Sinkgraven. Das ist auch noch ein weiterer Wechsel. Und apropos, das ist eine super Überleitung zu den nächsten beiden Wechseln von Bayer 04 Leverkusen. Mitchell Weiser und Panos Retzos kommen in die Partie. Also Mitchell Weiser wird zu 100% für Lars Bender kommen. Genau so ist es. Und beide Benders haben Feierabend für heute. Panos Retzos für Sven Bender und Mitchell Weiser für Lars Bender. Stichwort Belastungssteuerung. Ja, und Panos Retzos, der 22-jährige Grieche, für ihn auch ganz wichtig, Spielpraxis zu bekommen. Kam ja 2017 aus Piräus, sehr hoffnungsvoller, talentierter, charakterlich einwandfreier Innenverteidiger, der so viel Verletzungspech hatte. Ganz, ganz schwer. Verloren hat an Spielpraxis. Und dann hat Bayer 04 im letzten Winter entschieden, ihn auszuleihen zu Sheffield United. Allerdings gab es da auch nur einen Einsatz. Aber Panos Retzos wäre gerne da geblieben, so war zumindest zu hören. Ihm gefiel der englische Fußball, aber Sheffield hat die Kaufoption nicht gezogen. Und jetzt heißt es für den 22-jährigen Griechen, sich in Leverkusen zu empfehlen. Entweder für mehr, was aber schwierig wird. Oh, Achtung, war Lompter zu spät. Ja, Spiel läuft möglicherweise weiter. Das sah erst so aus, als ob Niklas Lompter locker zuerst an den Ball kommt. Und jetzt haben sich beide Spieler verletzt. Daouda, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es gibt eine Verletzungsunterbrechung. Aber der Mittelstürmer, der Belgier, steht schon wieder, entschuldigt sich jetzt bei Niklas Lomp nach dem Zusammenprall. Etwas auch mit gestrecktem Bein möglicherweise noch unterwegs, daher hat Niklas Lomp die Schmerzen. Beißt gerade so ein klein wenig in den Rasen, also hoffen wir, dass es weitergeht. Aber der dritte Torwart von Bayer 04 ist hart im Nehmen und wird die Partie gleich fortsetzen können. Gehe ich relativ sicher davon aus. Während die Belgier nochmal wechseln. Es wird die Nummer 71 jetzt ins Spiel kommen. Ja, die Belgier haben hohe Rückennummern. Theo Leoni kommt ins Spiel. Ein offensiver Mittelfeldspieler. Ein U-Nationalspieler aus der Jugendakademie. Vom RSC Anderlecht. Spiel läuft weiter, Niklas Lomp steht, Lucas Alario passt. Gut gedacht, wäre die erste Aktion von Mitchell Weiser gewesen, der in seine dritte Saison bei Bayer 04 geht, mit Licht und Schatten im letzten Jahr. Aber einem sensationellen Kopfballtor in Bremen, 18 Spiele bestritten, im Winterjahr ein Bänderriss erlitten. Aber 2020 dann auch nur fünfmal von Beginn an. Achtung, Fehlpass Charles Arangis, weil eben Lars Bender dann fit wurde und gesetzt ist als Rechtsverteidiger. Hat Weiser gefordert im Zusammenspiel und im Verbund mit letztlich Edmond Tapsoba. Dann in Ecke, den Eckball für die Belgier, die jetzt so ein klein wenig herauskommen aus dem, ja, man kann sagen, Schneckenhaus der zweiten Halbzeit. Da waren sie sehr passiv in diesen ersten 30 Minuten, 25 Minuten sind es. Aber nun auch
durchaus die Chance sehen, vielleicht hier sogar den Sieg mitzunehmen. Und wenn das mit dem Standard geht. Und einmal mit Gummi in die zweite Etage. Christian Amstad war das, 16-jähriges Riesentalent vom RSC Anderlecht, zentraler Mittelfeldspieler in der norwegischen U16-Nationalmannschaft. Also der Vincent Kompany, der nimmt das richtig ernst mit der Verjüngung. Radikal kann man das fast schon nennen. Ist eben selbst aus der belgischen Akademie hervorgegangen, hat dort gelernt. Und ja, schöner Schubser jetzt gerade von Van den Borre. So ein kleines Enfant terrible ist er schon. Schubst da mal den eigenen Mitspieler weg vor dem Freistoß. Lass mich das mal machen. Ich bin hier der Chef. Also schon interessant. Interessante Persönlichkeit. Er soll die jungen Wilden von Anderlecht gemeinsam vielleicht so als verlängerter Arm auch von Kompany auf dem Feld führen. Muss er aber disziplinierter werden, als er das bisher in seiner Karriere gemacht hat. Immer wieder mal für ein grobes Foulspiel gut. Für den ein oder anderen Skandal. Aber vielleicht ja im Laufe der Jahre, jetzt 32 Jahre jung, etwas ruhiger geworden. Schöner Ball von Lucas Alario. Bellarabi vor Weiser. Nein, Bellarabi zu Weiser und der kommt nicht an den Ball. So muss es heißen. Wellenreuter vor Weiser. Da war die Zunge schneller als der Kopf. Also letzte Viertelstunde in der Bayer Arena. Also ein Türchen wäre nicht schlecht. Hätten wir nichts gegen. Auch gut für das Selbstvertrauen, wenn man das Testspiel gegen den RSC Anderlecht gewinnen könnte. Die Möglichkeiten waren da. Und vielleicht kommen ja noch welche. Alario nach Pass von Wendell. Etwas übereifrig. Versuchte sich den Ball wiederzuholen. Gibt nochmal einen Freistoß nach Foul an der Nummer 71 von Anderlecht. Theo Leoni. Van den Borre. Zu wenig Kreativität bei den Belgern im zweiten Durchgang. Das mit den Spielverlagerungen, das hat Bayern 04 jetzt auch mittlerweile verinnerlicht, dass die Belgier da versuchen, über die Außen schnell vorzustoßen. Zu wenig Genauigkeit beim RSC Anderlecht jetzt in der zweiten Halbzeit. Müsste Bayern 04 eigentlich noch einen Tick weit mehr ausnutzen. Anderlecht da doch bequem im ein oder anderen Fall. Jetzt hier gerade nicht. Fehler Arangis. Und das war kein Foul von Panos Retzos. Das hat er gut gelöst. Körper reingestellt. Ast rein. Kein Elfmeter. Retzos und der neue Kapitän von Bayern 04, Charles Arangis, zeigt's an. Zurück zu Lomp und dann neuer Spielaufbau. Tabsoba. Wendell Wirtz. Doppelpassversuch. Alario misslingt. Und jetzt können die Belgier nochmal schnell umschalten. Achtung! Da hat sich Gott sei Dank aus Sicht der Werkself der belgische Spieler den Ball zu weit vorgelegt. Riesenchance für den belgischen Renommierclub. Also wenn sie dann mal kombinieren, die Spieler von Kompany, dann ist das richtig gefährlich. Und wieder Florian Wirtz.
legt sich jetzt hier den Ball zu weit vor, holt ihn sich aber direkt wieder. Amiri und Tapsoba. Mit dem Ball auf Mitchell Weiser. Der hat jetzt Platz. Da könnte was gehen. Vielleicht auch über Bellarabi. Aber den Platz nicht ausgenutzt. Vielleicht etwas schneller hätte das Abspiel erfolgen müssen. War eine gute Möglichkeit für Bayern 04, die jetzt das Spiel wieder in die Breite ziehen. Wendell, Amiri und wieder zurück zu Tapsoba. Ja, Anderlecht ist zufrieden mit dem 1-1. Und was für eine Riesenchance jetzt gerade von Mitchell Weiser. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Hatte man den Eindruck, wenn er den Ball verarbeitet und zum Abschluss kommen kann, steht 2-1. Gut reingestartet von Mitchell Weiser in diesen Raum. Klasse Pass auch zuvor. Und so geht sie dahin, die vielleicht größte Chance in diesem zweiten Durchgang. Nächster Wechsel, Anderlecht. Schlag auf Schlag geht's hier in der Bayer Arena. Nayel Meersatu, auch aus der Jugendakademie von RSC Anderlecht, kommt jetzt rein in die Partie. Und dann geht's auch weiter gleich mit dem Einwurf für die Werkself. Zwölf Minuten noch auf der Uhr. Weiter geht's mit dem Einwurf von Mitchell Weiser. Oh, Alario hat sich eigentlich schön durchgesetzt. Schade, Ball im Aus. Hat es schwer gegen die bulligen Innenverteidiger. Ja, jetzt organisiert von Van den Borre. Bisher konnte sich der Argentinier noch nicht so in Szene setzen. Im Moment jetzt auch ganz interessant zu sehen, Florian Wirtz deutlich weiter vorne, auch beim Pressing. Hinten sichern dann Arangis und Demir bei ab. Und jetzt vielleicht mal die Gelegenheit. Bellarabi, Abspiel nicht präzise genug. Konter, Anderlecht. Oh, taktisches Foul von Retzos. Wenig Spielfluss im Moment in dieser Schlussphase. Der Bayer 04 einige gute Gelegenheiten hatte, hier ein, zwei Tore zu erzielen. Sie dann doch recht leichtfertig, ich will nicht sagen wegwarf, aber allein die Chance von Mitchell Weiser war schwer zu verarbeiten, der Ball. Aber das war eine Riesenchance, kein Abseits. Oder auch eben der Ballgewinn, Karim Bellarabi dann mit dem Zuspiel, das nicht ankam. Ein, zwei Gelegenheiten zu Beginn der zweiten Halbzeit auch noch. Mittlerweile finde ich ein schmeichelhaftes Unentschieden für Anderlecht, die im zweiten Durchgang fast gar nichts mehr gemacht haben. Und das wird auch dem früheren Weltstar Vincent Kompany nicht unbedingt gefallen. Gerade so die jungen Spieler, von denen er ja zahlreich im Kader hat, haben das dann immer wieder aufblitzen lassen mit schnellem Kombinationsspiel, aber so richtig zum Zug sind sie dann auch im zweiten Durchgang nicht gekommen. Ja, Takidine, aber Wendell sicher und souverän. Wendell in seiner nächsten Saison bei Bayer 04 seit 2014 der Linksverteidiger bei der Werkself, einst von Gremio Porto Alegre, Bundesliga-Debüt dann unter Roger Schmidt. Vertrag jetzt verlängert bis 2022. Einer, der sich unheimlich mit dem Verein identifiziert. Eine Frohnatur in der Kabine. Immer wieder offensiv gute Akzente setzt. 27 Jahre alt. Mittlerweile die Nummer 18 der Werkself.
Ja, und Bayern 04 lässt aber in dieser Phase auch wenig zu, läuft die Räume geschlossen zu, so dass Anderlecht da keine Möglichkeit hat. Oh, jetzt ein böses Foul von der Nummer 72 an Charles Arangis. Sie haben den Schrei gehört. Also ungestüm von Christian Amstad, dem norwegischen U16-Nationalspieler. Da zuckt man ja immer so ein bisschen zusammen bei solchen Testspielen, wenn dann zur Grätsche angesetzt wird. Aber insgesamt eine sehr faire Partie. Schiedsrichter Robin Braun musste nur eine gelbe Karte zeigen nach einem taktischen Foul von Edmond Tapsoba. Letzten 8 Minuten. Dem hierbei. Ah, da sagt Wendell dann zu Amiri, nimm du ihn, und das gleiche sagt Amiri zu Wendell. Schade drum, wäre eine ganz gute Möglichkeit gewesen mit Überzahl auf dem Flügel. Aber trotzdem, gut gegangen, Freistoß. Wird Charles Arangis, keine Blessur davongetragen, sieht zumindest so aus nach dem Foul. Und immer wieder Florian Wirtz, viele Ballkontakte, anspielbar, versucht viel, auch wenn mal das wie gerade daneben ging und dann Charles Arangis ausbügeln muss. Ist das eine prima Vorstellung von der Nummer 27 von Bayer 04. Auch jetzt wieder einer der Ersten, der früh stört und auch den Ballverlust provoziert. Also da wird Peter Boss sicher zufrieden sein mit diesen Einsatzminuten von Florian Wirtz, auf den ja möglicherweise, man weiß es nicht, ja mehr Spielzeit zukommen wird in der neuen Saison angesichts des Hammerprogramms, das Bayer 04 bestreiten wird. 22 Spiele oder 21 auf jeden Fall sind es. Jetzt aber nochmal Anderlecht über die linke Seite. Mitchell Weiser ist gefragt. Oh, unglücklich, klasse Reflex von Lomp. Lomp rettet Bayer 04 das 1-1. Wäre jetzt die Zeitungsüberschrift. Also wenn sie dann im Strafraum ans Kombinieren kommen, wird es brandgefährlich. War ein bisschen Glück dabei auch. Und dann mit der Hacke technisch sehr sauber gemacht von Dauda. Auffälligster Spieler bei Anderlecht. Nicht nur wegen seines Tores. Aber klasse Reflex von Niklas Lomp. Und noch eine Ecke. Ja, Anderlecht zieht nochmal auf jetzt in der Schlussphase. Ja, und Kompany nimmt dann direkt die ganz Jungen in die Verantwortung. Leoni darf dann mal direkt die Ecke treten. Der Linksfuß. Tapsoba, Wendell und vielleicht nochmal die Kontermöglichkeit über Florian Wirtz. Ah, schöner Ball, schön gedacht. Bellarabi, der hat sich etwas zu spät da gelöst hat, aber auch viel, viel, viel gelaufen ist. Die Nummer 38. Dass dann am Ende der ein oder andere Zentimeter fehlt in dieser Vorbereitungsphase, ist nachvollziehbar. Wirtz. Jetzt muss man nochmal beißen in der Schlussphase. Beide Teams jetzt mit Schwierigkeiten so eine Ruhe, so eine Spielkontrolle hinzubekommen. Wieder Dauda gegen Retzos und Tapsoba fand ich auch fair. Genau wie der Schiedsrichter Retzos mit dem wichtigen Tackling gegen den gefährlichen Mittelstürmer des RSC Anderlecht. Letzten 4 Minuten in der Bayer-Arena. Dem hier bei Weiser. Amiri. Wendell. Charles Arangis. Und Tapsoba auf Alario. War nicht einfach zu verarbeiten. Aber Raumgewinn bringt es nicht, weil Anderlecht jetzt
den Schlüssel rumdreht im Schloss, das 1-1 nach Hause bringen will. Vielleicht höchstens nochmal ein Konter, ansonsten wäre man mit diesem 1-1 zufrieden. Schöner Ball von Wendell, gut gestört. Amiri Bellarabi, Demir bei. Wann kommt der Abschluss? Wendell nochmal. Und wenn der Pass kommt, ist er stark. Lucas Alario reingestartet war in den Raum, aber Van den Borre routiniert. Und es gibt tatsächlich noch mal ein bisschen Spielzeit für zwei Bayern 04 Youngster. Hier haben wir sie im Bild. Wir sehen die Nummer 39, Cem Türkmen, ein zentraler Mittelfeldspieler aus der U19 von Bayern 04, 18-jähriger Türke. 1,73. Klein oder groß, da will man ja jetzt nichts Falsches sagen. 19 Spiele in der U19 bestritten, 3 Tore erzielt. Und Samet Onur, ein Außenspieler, jetzt in der Partie. Da haben wir ihn im Bild, Samet Onur, auch in der U19. Und Türkmen mal direkt mit dem Abschluss, ja. Also gar kein schlechtes Debüt des 18-jährigen Mittelfeldspielers. Rausgegangen ist Nadim Amiri. Und Charles Arangis. Murillo. Ah, dem hierbei. Gute Balleroberung. Und es sieht nach einem schiedlich-friedlichen Resultat aus in der Bayer Arena 1-1 mit einigen Höhen auf Bayern 04 Seite. Einem richtig guten Start. Agil, beweglich, kombinationsstark mit gutem Pressing in der Anfangsphase. Dem verdienten 1-0 durch Ezequiel Palacios, der auch einige Akzente setzen konnte im zentralen Mittelfeld. Und nach 20-25 Minuten zog Anderlecht das Spiel ein bisschen mehr an sich und kam durch Dauda letztlich zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang Bayern 04 eigentlich die klar feldüberlegene Mannschaft gegen ein Team aus Anderlecht, das sich mehr aufs Verteidigen beschränkte als aufs Tore schießen. Dennoch hatten die Belgier die wohl größte Chance in der zweiten Halbzeit. Dauda mit der Hacke, aber Niklas Lomp per Blitzreflex rettete er das 1-1 die letzten Sekunden in der Bayer Arena. Und das soll es gewesen sein. 1-1 zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Die Tore durch Palacios und Dauda. Pflichtspielstart für die Werkself dann am kommenden Sonntag, dem 13. September 15.30 Uhr in der Bayer Arena gegen Eintracht Norderstedt. Für heute soll es das gewesen sein. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Bis demnächst und tschüss.